Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen der Musikschule City West, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Meet the Teacher Online mit Christian Schütt heute. Hallo Christian. Hallo. Christian ist Gitarrenlehrer, ein Kollege aus meinem Fachbereich, deshalb muss ich jetzt gleich mal fragen, Christian, wie geht's denn deinen Fingernägeln? Oh, frag nicht, ja, das ist eine Frage. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also, Das Antworten. Voll ins Schwarze getroffen, würde ich sagen. Nee, aber im Ernst. Und ich habe mir tatsächlich eine Silent-Gitarre zugelegt. Genial, damit du üben kannst, wenn die Kinder schlafen. Wenn die schlafen. Dann bin ich abends irgendwann ab 9:30, 10:00, wenn irgendwie Haushalt gemacht ist und die Kinder schlafen, dann verziehe ich mich in mein kleines Zimmerchen und dann fühle ich mich wieder ganz, ganz zufrieden. Das ist so die typische Man's Groove, ne? Christian ist Gitarrenlehrer bei uns an der Musikschule. Seit wie vielen Jahren bist du schon da? Oh, 15 ungefähr. Und wie viele Schüler hast du insgesamt? Im Moment habe ich eine halbe Stelle. Das sind an die 17, 18 Schüler oder so im Moment. Genau. Alles klar. Ja, und die Gitarristen zum Teil unterrichten ja auch mehrere Instrumente. Du unterrichtest Gitarre und Ukulele, wenn ich richtig bin, ne? Ja, also Ukulele, ich sag das mal am Rande, ne? Also ja, ich weiß, wie eine Ukulele funktioniert. Ich kann das auch spielen und wenn jemand sich dafür interessiert, ich hatte schon einige Schüler, denen habe ich Ukulele spielen beigebracht. Das heißt, wenn mich jemand fragt, Mensch, kannst du mir Ukulele beibringen, dann sage ich nicht nein natürlich. Ne? Aber wenn du jetzt so zu mir sagst, du unterrichtest auch Ukulele und ich es vergleiche mit, wie ich Gitarre unterrichte, würde ich sagen, ja. Nee, aber die Arbeit in der Hotline ist wirklich sehr, sehr interessant. Natürlich ist eine ganz andere Arbeit, als wir das normalerweise haben. Aber ich habe am Anfang gedacht, natürlich funktioniert das doch relativ gut. Also für mich jedenfalls, weil ich das gewohnt bin, geduldig zuzuhören. Ja, und zu warten, erstmal zuzuhören, das dann zu sortieren und dann richtige Fragen zu stellen. Im Einzelsetting jemandem wirklich gut zuzuhören, das ist eigentlich so das, wo ich dachte, ja, da sind wir natürlich absolute Profis drin. Ne? Also auch wenn es jetzt nicht um Musik geht und um musikalische Dinge, aber wir hören einfach genau hin. Ja? Wir machen dort ja in der Hotline im Prinzip eine Art Vorfilter für das ganze Amt. Ja, da kommen also wirklich Anrufe von Leuten, die einfach nur eine Beratung wollen, was wir tatsächlich können. Ja, dann kommen aber auch Fälle, die müssen wir aufnehmen, weil da geht es dann tatsächlich um Infektionen oder um Gefährdungslagen oder unterschiedlichste Sachen und das dann sozusagen zuzuordnen. Aber das Interessante daran ist natürlich das Persönliche. Ne? Also da tatsächlich jegliche Couleur von Anrufern am Apparat zu haben. Also tatsächlich, ne, das ist, würde ich fast sagen, auch nochmal ein ganz deutlich weiteres Spektrum als das, womit ich gewöhnlich an der Musikschule zu tun habe. Obwohl ich ja nun auch an der Grundschule unterrichte mit der Gitarre und da eigentlich ein relativ breites Abbild der Gesellschaft habe. Ja? Und dennoch habe ich ja schon da auch eine Vorauswahl. Wer interessiert sich denn dafür, dass sein Kind ein Instrument lernt? Und wenn ich dort am Telefon sitze, da ruft wirklich alles an. Das ist, also für mich ist das schon auch ein Erlebnis und auch ein gutes und sehr interessantes Erlebnis. Ja? Also wenn, genau. Und wenn ich mich an die Anfangswochen im Gesundheitsamt erinnere, da saßen wir ja nun als Musikschulkollegen wirklich zusammen, ja, in einer ganz anderen Situation auf einmal, weiß ich schon, diese ersten Wochen, man hat wirklich auch voneinander gelernt, einfach von den Persönlichkeiten der anderen, weil man ja mitgekriegt hat, wie gehen die jetzt sozusagen mit dieser komplett neuen Situation um? Was machen die? Wie verhalten die sich? Auch wie sprechen die mit den Anrufern? Das war eigentlich so ein gegenseitiger Reihumlernprozess. Für mich zumindest. Ne? Ich spreche jetzt natürlich für mich, kann für die anderen das gar nicht, kann das nicht sagen. Ja, ist ne? Klar. Ja. Aber ja, das ist ja mal fast erfrischend, mal was ganz Neues so lernen zu müssen aus dem Nichts. Ne? Es ist ja Learning by Doing. Und ihr seid alle noch da, das heißt, ihr macht alle einen guten Job. Ja, ob das nun davon abhängt, ja, zumindest machen wir keinen ganz schlechten Job, würde ich sagen, dass wir da unbedingt schnell weg müssen.
Ich glaube schon, dass wir das da relativ gut machen, wenn ich uns da jetzt mal loben darf. Ja. Ich muss auch sagen, diese besondere Situation, auf einmal mit vielen Musiker- und Lehrerkollegen in einem komplett anderen Kontext zu sitzen, habe ich so den Eindruck gehabt, das ist eigentlich eine absolute teambildende Maßnahme, weil wir sind in dem Moment keine Musiker. Also natürlich wissen wir das alle, wir sind Musiker, wir sind Lehrer, aber darauf kommt es gar nicht mehr an. Wir sind da dann sozusagen in einer Situation, wo wir alle einfach nur wir sind und gucken, wie wir damit umgehen. Und also wir erfahren, glaube ich, untereinander einfach mehr, wer ist denn der andere eigentlich? Ich bin ohnehin irgendwie ein Fan, in jeder schwierigen Situation auch das Positive zu sehen. Ja, vielleicht nicht zwanghaft, schon immer versucht, das so zu sehen. Und insofern, ja. Ja, das Glas ist halb voll, ne? Nicht halb leer. Genau, ja, genau. Oh, schön. Super, Christian. Ja, und außerdem gibst du ja auch Gitarrenunterricht im Institut für Musiktherapie an der UdK. Was machst du denn da jetzt genau? Meine Aufgabe dort erstmal ist, eine Basis zu bilden, Grundlagen, Technik, Grundlagenwissen über die Gitarre, wie kann man sie einsetzen, wie funktioniert das, wie ist das sinnvoll. Und dann eben auch nochmal ganz spezifisch auf das Therapeutische. In dem Moment, wo man das Instrument spielt und therapeutisch damit arbeitet, hat man sozusagen eine Intention, wie man damit Kontakt herstellen möchte. Und dann beobachtet man sozusagen, während man spielt, was passiert. Das ist ja also sozusagen so eine Zwischenwelt und oft kommt es bei dem Unterricht, den ich an der UdK dort mache, gar nicht mal so sehr darauf an, den Leuten sozusagen technische Kenntnisse zu verschaffen, sondern mehr diesen Fokus nochmal zu verändern. Und die Gitarre in der Musiktherapie ist natürlich ein prädestiniertes Instrument, um Lieder zu begleiten. Also das heißt, das ist eigentlich ein zentrales Thema dessen, was ich dort mache, Liedbegleitung auf der Gitarre. Und dann eben auch Zielrichtungen, für welches Klientel ist welches Lied vielleicht besonders interessant. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Das war ja ein wirklich sehr, sehr interessant, was du da erzählt hast und deine Einblicke und Eindrücke aus dem Gesundheitsamt sowie deine Arbeit aus der UdK. Ich hoffe, du bleibst gesund und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Kröchlendorf-Zusammentreffen-Meeting oder so. Ich hoffe, dass die Oh Fahrt ja. kann stattfinden. Mal sehen. Und ja, Ja, dann. wir werden es erleben. Wir werden es erleben, ganz genau. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, ne? Katrin, das wünsche ich dir auch. Alles Gute dir. Tschüss! Und mach du es auch gut. Tschüss, tschüss. Ich freue mich total darauf, meine Schüler wiederzusehen, ja, also die wirklich zu unterrichten in Echtzeit, ja, in echt